Nein. Oh nein, die nehmen jetzt richtig geilen Stuff weg. Ich darf meine Taschen aber behalten, echt geil. Das feiere ich sogar. Das feiere ich tatsächlich sogar. Ich habe mein ganzes Geld verloren. Egal. Meine eine Pfeile habe ich noch, aber ich habe jetzt keine Verkleidung. Oh, ist so dreckig, es ist so dreckig. Kann ich nicht. Kann ich die nicht anziehen? Fuck. Fuck. Oh. Dann würde ich sagen, ist auch egal, oder? Okay, egal, egal. Moment mal, er zieht mir nur bestimmt viel Leben ab, habe ich gesehen. Oh, dann habe ich eine richtig geile Idee. Dann habe ich eine richtig geile Idee, wenn er mir nur bestimmt viel Leben abzieht. Dann werden wir nämlich jetzt erstmal unser Leben pushen. Leben pushen geht ziemlich easy. Und zwar einfach nur den ganzen Tag trainieren. Einfach nur trainieren. Nur trainieren. War das das gar nicht? War das das hier? Ja, das hier war das. Ups, ich habe das falsch gemacht. Egal. Damit können wir nämlich unser Leben hochpushen. Und wenn wir unser Leben hochpushen und dann gleich wieder eine Pfeile bekommen sollten, egal wovon, easy ausbrechen. Du bist zu müde. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt, quasi wieder meine Energie auffüllen. Aber egal. Aber egal. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Taktik. Ach, Abendappell. Fuck. Egal, dann würde ich sagen, beenden wir den Tag. Dann sofort, nach dem Morgenappell, sofort trainieren, trainieren, trainieren. Währenddessen nach einer Pfeile suchen. Wenn ich eine Pfeile gefunden habe und gut genug trainiert habe, dass ich genug Leben habe, dass der Sniper mich da nicht tötet, instant, ausbrechen, ausbrechen, easy. Okay, Nachtruhe. Schlafen gehen. So. Ich bin bereit. Ich will es jetzt schaffen, Leute. Ich will es jetzt schaffen. Das glaubt ihr gar nicht. Ich bin bereit. So, Morgenappell. Da muss ich noch da sein, weil sonst suchen die nämlich nach mir, wenn man nicht da ist. Das weiß ich leider. Er verkauft auf jeden Fall eine Pfeile, aber nicht für mich. James verkauft ihn nicht, wenn er dich nicht leiden könnte. Kann ich dem nicht einfach die Taschenlampe geben? Ja, kann ich. Nicht, dass ich genug Geld hätte für die Pfeile, aber... Scheiße, ich hätte Geld verlangen sollen.
Naja, jetzt ist zu spät. Welchen Ausflug? Bitte nicht ich. Wobei, jetzt ist es mir eigentlich auch egal. Ja, von mir aus. Von mir aus. So, scheiß auf Essen. Wir brauchen nichts essen. Essen wird überbewertet. Jetzt wird gepusht. Jetzt wird gepusht. Tag ein, Tag aus. Und sobald wir keine Energie mehr haben, gehen wir auf die Suche nach einer Pfeile. Und dann wird hier verdammt nochmal ausgebrochen. Endlich. Das erste Mal in meinem Leben. Komm schon. Ist mir egal. Morgen Freizeit. Ja, super. Kann ich weiter trainieren. Komm schon. Wir haben schon 25 Leben. Ihr seht das oben links. 26 Leben. Sehr gut. Jetzt müssten wir 27 haben. Nein, noch nicht. Jetzt. Ja. Immer alle 3-4 Mal füllt unser Leben sich um 1. Jawohl. Aber wir haben auch jetzt keine Ausdauer mehr. Ja. Gut, dann auf die Suche nach einer Pfeile. Dann machen wir uns auf die Suche. Auf die Suche. Er hat schon mal keine. Er hat ein Seil, aber. Das Seil nehme ich auch mit. Oh. Sorry. Das Seil lasse ich mal hier. Genau, geh du ruhig weg, damit ich hier auch noch die anderen suchen kann. Er hat nothing. Er verkauft mir halt die Pfeile für 50. Er hat aber auch eine. Okay, die Pfeile haben wir schon mal. So, dann ruhen wir uns aus. Ausruhen geht halt unglaublich schnell. Das ist halt ziemlich geil. Dann stehen wir gleich wieder auf. Hauen weiter drauf. Also weiter Leben hochpushen. Leute, das wird was. Ich sag's euch. Ich spüre es in meinem Urin. Ich könnte es endlich schaffen. Weil das Geile ist, bis auf die Sniper-Typen interessiert sich halt kein Arsch dafür, dass ich da was mit einer Pfeile aufmache. Und das Geile ist halt, dass es auch bleibt. Also, dass die nicht sagen, okay, du hast es nicht geschafft, jetzt ist das Gitter wieder auf 100%. Es bleibt halt auf den Prozent, wo du zuletzt stehen geblieben bist. Hoffe ich doch. Am besten, wir gucken nochmal nach. Weil wenn es jetzt wirklich bei 25% steht, dann easy. Es steht bei 25%. Es ist so geil. Es ist halt legit geil. Scheiß auf Mittagessen. Ich habe schon gesagt, Essen wird überbewertet. Wir pushen weiter. Hier werden jetzt Gewichte gestemmt. So habt ihr noch nie jemanden Gewichte stemmen sehen. Okay, los. Ich weiß halt natürlich nicht, wie viel Leben reicht, aber ich meine, ich hatte eben, glaube ich, nur 18 Leben oder so und er hat 3 Schüsse gebraucht. Jetzt gleich habe ich schon das Doppelte. Weißt du, da ist es mir auch scheißegal mit dem Arbeitspensum. Ich brauche doch kein Geld mehr, ich habe noch meine Pfeile. Ich habe noch meine Pfeile, alles gut. Alles ist super easy. So, es wird weiter gepusht. Es wird weiter gepusht. Oh. Entschuldigung. Okay, ich gehe an die Arbeit. Okay, es wird doch nicht weiter gepusht. Aber ich werde das Arbeitspensum eh nicht mehr schaffen. Also, was soll der Scheiß?
So, ich behalte mal trotzdem nochmal die Dingskleidung. Oder schaffe ich das Arbeitspensum noch? Oh, das wird richtig knapp. Nein! Oh, das war so... Ich hasse mein Leben, ey. Hofgang! Ah, jetzt dürfen wir eh trainieren. Geil. Ach nein, ich wollte Training. So, da werden sich wieder... Die Leute werden hier wieder aufs Maul gehauen. Geil. So. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall meine Leben mal bis 80 oder so dreht, aber auch nur, weil es eine Trophäe gab. Das weiß ich noch ganz genau. Es wird trainiert, Leute. Es wird trainiert. So. Ist mir egal. Ich kann noch ein bisschen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. So, jetzt kann ich nicht mehr. Ich warte, bis es Abend wird. Ich warte, bis es Abend wird. Das heißt, ich gehe jetzt weiter schlafen. Dann gehe ich weiter trainieren. Und sobald es dunkel ist, werden wir uns dann auf den Weg machen. Ich nehme dann auch mal die Wächterkleidung. Vielleicht erkennen die mich. Die Scharfschützen erkennen die mich vielleicht nicht so. Ich weiß es halt nicht. Das war halt nämlich die ganze Zeit die Taktik, die ich machen wollte. Eigentlich abends mal in Uniform mich da durchbuddeln, quasi. So, ich warte noch. Ich warte, bis ich die 100% habe. Dann dürfte es sogar auch schon bald dunkel werden. Also Leute, schaffen wir es heute? Schaffen wir es heute endlich? Das ist die Frage. Die Frage, die wir uns alle stellen. Dann ist das Projekt aber auch schon vorbei, weil wie gesagt, die anderen... Und das hier ist das einfachste, Leute. Merkt euch, das ist das einfachste Gefängnis. Und ich finde das hier schon kackenschwer. Ich finde das hier halt schon unglaublich kackenschwer. Ich meine, wie lange sitzen wir jetzt hier schon dran? Schon verdammt lang. Ich glaube schon über eine Stunde oder so. Glaubt ihr gar nicht. Ach Gott. So, da wird noch eine Menge trainiert hier. Guten Tag, Herr Psychologe oder wer auch immer Sie sind. Ja, vielleicht schaffe ich das ja noch bis 50. Officer, ne? Guten Tag, wie geht's Ihnen? Wollen Sie auch mal eine Runde Handeln heben? Nee? Vielleicht Sie, anderer Officer? Nee, auch nicht. Gut. Ah, guck mal, der Nächste. Ah, ne, der will duschen. Ja, dann. Viel Spaß. Ah, Sie vielleicht. Ja, der will auch duschen. Okay. So, gleich wird's dunkel, Leute. Gleich wird's dunkel. Ich push nochmal ziemlich hart durch. Bis... 50 werde ich, glaube ich, nicht mehr ganz schaffen. Aber 48 definitiv. Vielleicht sogar 49. Ne, 48. Perfekt. So, wir warten auf das Abendappell. Vielleicht schlafen wir auch noch bis dahin. Können wir direkt weiter trainieren? Weil ich glaube, es gibt ja noch das Abendessen und dann kommt direkt Abendappell. Schaffe ich es vielleicht ja doch noch bis 50. Sollte funktionieren. Abendappell, ja, ich komme. Jawohl, 50 Leben! Oh. Ich bin unterwegs. Was ist das denn? Nunchakus!